Herzlich willkommen zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Den letzten Part erwähnen wir einfach am besten gar nicht mehr. Ich weiß nicht, was am letzten Part los war. Jo. Es lief gut eigentlich. So, null. Ist hier gerade. Was? Sehe ich ein? Muss ich einsehen? Haben wir noch eine Feuerblume? Nee, aber eine Eisblume. Vor allem, wie schnell der respawnt ist. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, der ist wieder Stachelfisch. Auf der Flucht. Heißt das Level. Mal gucken, was hier so abgeht. Bruder muss los. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Ruhe von ihm. Oh mein Gott. Ich habe böse, böse Vorahnungen, was das Level angeht. Jetzt habe ich noch bösere Vorahnungen. Ja, Mate. Alter, was rauchen die? Ich will einfach mal wissen, was die Entwickler rauchen. Ich will das Zeug auch. Ich hole mir jetzt erstmal Items. Das erste Mal, wo wir in so ein Pilzhaus reingehen. In Welt 9. Das ist auch das erste Mal, wo ich so sage, yo, Bruder muss los. Ich darf nicht den Bowser-Ding erwischen. Okay, dann beachte ich jetzt einfach mal den Bowser-Block. Und spring am besten nicht gegen ihn. Ich glaube, so ist es am einfachsten. Der Bowser-Block ist rechts. Deswegen sind die zwei Dinger hier links. Taktik funktioniert. Und wir bekommen Propelleranzug und einen Pinguin-Sweet. Sweet! Kriegt man nur die hier, oder? Wie sieht's hier aus? Ach, keine Ahnung. Ich brauche auf jeden Fall irgendwas, um groß zu werden. Ach, egal. Das schaffen wir auch so. Ich bin zuversichtlich. Ansonsten nehmen wir Mopsy. Nein, mit Mopsy geht's nicht. Wir haben schon im letzten Part gecheatet. Ungewollt natürlich. Aber das Spiel hat mich zu sehr provoziert. Guck mal, man hat hier nicht mal Zeit, um ein verdammtes... um einen verdammten Pilz zu holen. Ja, Bro. Danke. Ach, leck mich. So. Immerhin ist die Mucke geil. Geiler als im letzten Level. Um einiges. Keine Fischis. Wo zur Hölle war jetzt gerade eben der Pilz? Ich könnte schon wieder ausrasten. Wir nehmen den Pinguinanzug, dann können wir besser schwimmen. Oder schneller schwimmen auf jeden Fall. Ich gehe immer noch ins falsche Menü. Wir sind Level 9 und ich gehe immer noch ins falsche Menü. Wir haben das ganze LP keine Probleme gehabt. Könntest du jetzt bitte nicht in Welt 9 anfangen? Aber mit dem können wir auch so sliden. Oh, der Pinguinanzug ist cool. Schade, dass er hier keine wirkliche Funktion hat. Blub, 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 blub. Lul. Und das war's. Mal wieder komplett. Ja, und tschüss. Wo hätte ich da jetzt ausweichen sollen? Ich raste aus. Ich brauche eine Feuerblume. Hey, ich habe echt gedacht, das Level in Welt 1 ist okay. Also das Level aus Welt 1, wenn man alle Starcoins sammelt, ist okay. Und es hört jetzt auf und es lässt jetzt so ein bisschen nach von der Schwierigkeit. Wir hatten jetzt einen Endboss und jetzt können wir mal ein bisschen Spaß haben. Aber nein, es ist nur frustrierend, was hier ist. Der Fisch
Kam nicht einmal im Game vor. Jetzt denken sie so, yo, lass den mal droppen. Bei der letzten... Heilige Maria, Mutter Gottes. Ja, wie wär's, wenn du mal hier... Bro, Bro, nerv mich nicht. Danke. Schön, dass wir es zusammen hinbekommen haben. Wir wären ein gutes Ehepaar. Hat man eine Chance, diesen Pilz zu holen? Nein. Gut. Wir wechseln den Charakter. Ich krieg den, bei dem Gejammer von Mario kriege ich irgendwie den Hals. Oh Gott. Es wird nicht besser. Mein Ziel ist heute einfach zwei Level zu schaffen, aber wir schaffen nicht mal eins, wahrscheinlich. Ich hätte nicht gedacht, dass die Welt so heftig wird. Aber vielleicht ist es einfach mangelnde Konzentration. Ich konzentriere mich jetzt einfach ein bisschen mehr. Wurde ich jetzt verletzt durch den runterfallenden Igluck? Komm mal hier runter. So, man muss ein bisschen mit der... Aber die Umgebung ist doch einfach nur zugespammt von Gegnern. Ich sag gar nichts mehr. Lul. Die Starcoin hat mich irritiert. Aber sonst ist alles okay. Ich habe heute ausgeschlafen. Muss jetzt demnächst mal arbeiten gehen. Nebenbei bekomme ich halt einen epileptischen, aber okay. Weil das Spiel jetzt aktuell ziemlicher Betrug ist. Und du keinerlei Chance hast, dich zu regenerieren, Junge. Also können wir konzentrieren uns jetzt. Zack, 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 zack. Ich möchte nicht Toadette nehmen als Noob-Charakter. Ich habe im letzten Part schon extrem gecheatet. Ich muss meine Ehre wiederherstellen. Nächstes Pilzhaus. Ah, wir können da wieder rein, oder was? Demnach schon. Irgendwo ist Bowser-Block drin. Oh, es sind diesmal zwei Bowser-Blöcke. Und verkackt. Kann sein, dass ich jetzt sofort einen Bowser-Block bekomme. Ich weiß es nicht. Wir haben drüber geredet, oder? Und ja. Aber habe ich nicht noch einen Stern oder eine P-Eichel? Ich habe gar nichts. Ich habe null im Inventory. Ah nein, das habe ich doch schon gemacht. Nein. Ja, aber wir können das mal zur Abwechslung nochmal probieren. Vielleicht schaffen wir es. Vielleicht schaffen wir es jetzt instant. Aber wenn das der Fall sein soll, dass ich es jetzt sofort schaffe, dann ist hier irgendwas faul. Ich weiß nicht, dann ist irgendwie Betrug im Spiel. Ah, nee, da habe ich jetzt schon verkackt. Oder? Gut, das schaffe ich demnach doch nicht. Weil ich genau die gleichen Fehler mache wie im letzten Part. Wie sieht's jetzt aus? Machen wir das Level weiter. Hey! Es kann nicht sein, dass die Welt so schwer ist. Die ist ja absurd schwer. Da muss ich ja echt jeden Tag Reis essen, dass es was wird. Ohne jetzt.
Der Fisch ist eh ein Wichser. Egal. Mir würde es ja nichts ausmachen, wenn ich irgendwie über die Hälfte kommen würde oder so, aber das ist so lächerlich. Ah! Jetzt pass auf. Toadette hat noch ein Flugkörnchen. Toadette wird jetzt nachher die Feuerblume holen und dann machen wir es mit Toadette. Weil eigentlich ist ja sie die Neuerung von dem Spiel. Und die muss man natürlich hier in den Vordergrund heben. Lol, wie schwimmt denn die? Das Schwimmen von der irritiert mich so hart. Lol. Das Schwimmen von der triggert mich. Es ist so einfach mit Feuerblume. Und Toadette. Es ist so einfach mit Feuerblume und Toadette. Ich glaube, ich fresse einen Besen oder so. Es ist so einfach mit Feuerblume und Toadette. Es ist so lächerlich einfach. Ich halte lieber die Fresse. Da ist eh nur eine Feuerblume drin. Und jetzt kommen noch verfolgende Fische. Ja, leck mich am Arsch. Was rauchen die Lippen? Ja, klar. Raus hier. Wie auch immer man die Starcoin da unten normal holt. Ich will es gar nicht wissen. Ich hab's geschafft. Und es reicht noch für ein zweites Level. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Ihr seid doch alle geisteskrank. Die Level sind machbar, wenn man kein Leben hat. Aber ich bin 8 Stunden am Tag beschäftigt mit Arbeiten und habe noch ein Leben. Ich habe noch eine Wohnung zu unterhalten. Ich habe keine Frau, die mir alles putzt. Kommt jetzt ein bisschen asozial, aber ist so. Und ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Da gibt's auch nicht viel zu sagen. Eben, ich könnte jeden Tag Reis essen. Ist vielleicht ein bisschen rassistisch. Aber Japaner können einfach besser zocken. Guck mal, ich scheide ja schon hier. Was zur Hölle? Wie soll man denn da hochkommen? Ah, auf der anderen Seite. Okay, ich bin ruhig. Jetzt können wir wieder einen normalen Charakter nehmen. Jawohl, Toadette ist eigentlich ganz gut. Wenn wir die zum Abschluss von dem Level nehmen. Da finde ich sogar die Level im Ding. New Super Luigi Bros. New Luigi's Bros. U einfacher. Hey! Ich frage mich echt, was manche Menschen rauchen. Wahrscheinlich rauchen die gar nicht. Die spritzen sich irgendwas. Ich will's gar nicht wissen. Ich möchte mindestens 2 Level schaffen. Bevor ich keine 2 Level schaffe. Guck mal, wir kommen jetzt schon wieder nicht über den Anfang. Ich habe immer eine Stelle in dem Level, wo ich nicht drüber komme. Und im letzten Part war es eben alles. Ich möchte mit dem Level einfach schnell durchkommen. So, da oben ist sicher die erste Starcoin, oder? Nein! Bitchhead. Ihr könnt mich alle so kreuzweise. Da kann man sich ein Leben holen oder so. Irgendwas Unnötiges halt. Aber es ist eigentlich ganz machbar.
bisher. Da war eine Röhre, die hat mich ein bisschen suspekt gemacht. Hier ist doch hier irgendwas. Jetzt haben sie wieder ihre 5 Minuten, sage ich jetzt dazu. Und wie soll man dorthin kommen? Gibt's hier irgendwo Yoshi oder? Ein Flughörnchen. Achso, ein Flughörnchen könnte es tatsächlich geben. Hä? Ah, lol. Bisschen Zeit, Event noch einfügen. Also hier ist es auf jeden Fall aufs Flughörnchen ausgelegt. Wir haben jetzt halt Pidgeot, ansonsten hätten wir halt auch das Flughörnchen. Ist eigentlich das gleiche. Nächstes Zeitevent, Fragezeichen. Nein, der Tod! Frust in Welt 9. Aber nur Frust. So. Aber warte mal, da oben war doch das Flugkörnchen, ne? Ja. Oder ja, eben. Pidgeot. Ich sag gar nichts mehr dazu. Ich sag gar nichts mehr dazu. Das war jetzt gerade eigene Dummheit. Ich war wieder ein bisschen zu hektisch. Aber ich glaube, jetzt kriegen wir es hin. Toad hat gesagt, er möchte Gehaltserhöhung und die kann er sich jetzt erarbeiten, indem er das Flughörnchen hier holt und das Zeug hier aktiviert und nicht stirbt. Nicht stirbt. Ich fange jetzt gleich an zu heulen. Also ohne Witz. Wir sind erst in Welt 4. Von den Starcoins. In Welt 4! Wie schon gesagt, nach Welt 9 bin ich entweder unter Tourette oder leide ich entweder unter Tourette oder habe irgendwie psychiatrische Anfälle, die ich jetzt auch schon habe. Dank den Leveln. So, und jetzt hier warten. Mach mal schneller. Oh, es dauert so lange. Kerle, was ist denn los? Lol. Ist das nicht hier unten? Boah, das sieht man nicht mal.
Man sieht es einfach nicht mal. Geh weg. Okay, die ist leicht zu holen. Recht leicht. Also die Starcoins werden hinterhergeworfen. Aber das Level an sich, oder die Level an sich, heftig. Geschafft? Noch nicht? Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Da ist Ziel. Boom! Das zweite Level, wo wir legit geschafft haben. In Welt 9. Also die letzten zwei waren einfach nur, ja. AIDS. In Form von Mario. Ich will bedanken fürs Zuschauen, wenn euch der Bug gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann blasst mir einen Schuh. Heute gerne extra lange. Tschüss und bis bald.